Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir haben hier in den elfischen Bergruinen soweit alles erledigt, haben Infos über die Kunari, haben Infos über Eindringlinge, über eine eventuell geplante Invasion, alles nur Indizien. Und jetzt müssen wir zu Liliana und sie und die Leute im Winterpalast warnen, dass auf jeden Fall irgendwas hier in der Pipeline ist, was nicht allzu gut ist. So, und hier können wir jetzt erstmal aufmachen und dann können wir wieder zurück. Das ist gut. Das ist gut, du. Ja. Mag den DLC bis hierher. Finde ich gut. Also ich fand alle DLCs gut. Den Hakons Fänge DLC fand ich gut, weil das Gebiet einfach großartig abwechslungsreich war und wirklich mega, mega riesig war. Und auch, weil die Geschichte rund um die Steinbären schon doch interessant war und alles in allem gut erzählt war. Den Zwergen-DLC, hallo, Zwergen-DLC, tiefe Wege, Origins-Feeling, auch die tiefen Wege super toll umgesetzt. Und hier der DLC gefällt mir bisher ja auch ganz gut. Ist was anderes, die Illuvians werden ein bisschen behandelt, beziehungsweise spielen mal eine größere Rolle als im Hauptspiel und in den bisherigen DLCs. Und von daher... Ein toter Kunari okay. War schlimm genug. Jetzt sind es viele und sie sind feindselig. Das ergibt keinen Sinn. Die Kunari sind vielleicht keine Freunde der Inquisition, aber warum sollten sie uns angreifen? Und warum sind sie überhaupt hier? Oder nutzen die Illuvian? Ich lasse den Spiegel vorerst bewachen. Ja, wir haben wieder Probleme. Es scheint, als wäre die verhältnismäßig friedliche Zeit der letzten 2 Jahre vorüber. Erst die Verderbnis, dann die Magier und Templer, dann Korypheus und nun das. Können denn keine 10 Jahre vergehen, ohne dass die Welt auseinanderbricht? Wir müssen verhindern, dass die Kunari die Verhandlungen stören. Die Lage im Erhabenen Rat ist derzeit äußerst angespannt. Ich bin mir sicher, ihr könnt die Gemüter der Adligen besänftigen, während wir unterdessen das wahre Problem beheben. Nicht, wenn der Inquisitor sie alle beleidigt, indem er sich inmitten der Gespräche verabschiedet. Ja, tut mir leid. Unser einziger Vorteil ist, dass sich Orleon und Ferelden in so vielem uneins sind. Sollten sie sich aber gegen uns verbünden, muss die Göttliche ihre Forderungen unterstützen. Wir könnten alles verlieren. Ja. Ich glaube ja, dass dieser Magier, der ins Kunari-Reich eingedrungen ist und diese Geister gerufen hat, irgendwie einen Krieg anzetteln will. Weil die Kunari jetzt denken, das sei auf Geheiß von Orle passiert. Ja, das wird bestimmt noch Beef geben. Das mag schon sein, aber die Kunari haben oberste Priorität. Über die Politik können wir uns später Gedanken machen. Bitte entschuldigt. Ich werde mich um den erhabenen Rat kümmern. Und während Josie das übernimmt, werden wir weitere Nachforschungen anstellen. Okay. Ich begebe mich wieder zum Kreuzweg. Wir müssen herausfinden, was die Kunari planen und warum sie uns angegriffen haben. Okay. Und ich unterhalte mich mal mit unserer Ehrengarde. Macht das alle mal. Gehe dem Plan der Kunari auf den Grund. Das mache ich, indem ich mich mit irgendjemandem unterhalte, denke ich. Wir müssen rein ins Gebäude. Ah, nee, Moment. Hier unten müssen wir offenbar rein. Hallo, hallo, hallo. Hallo, bitte lassen Sie mich rein. Dankeschön. Ja, lesen. Knall in der Oberstadt, Kapitel 16. Ich sollte mich umsehen. Das ist jetzt ein anderer Illuvian? Offenbar. Ja. Tja, wollen wir mal. Sarah. Viv.
Komm mal mit, Schätzchen. Dieser Weg war vorher noch nicht da. Die Göttliche erhalten. Toll. Also, da hinten schleichen sich irgendwelche Leute lang. Hat Vivienne. Irgendwelche neuen Fähigkeiten, weil sie die Göttliche ist? Nö. Gut, warum sollte sie auch? Ist ja nur ein Titel. Ah, wir müssen noch, wir müssen im Winterpalast, das hätte ich gerade mal machen können, ne? Warum ist das mit der Karte keine Quest? Bin verwirrt. Ja, geht dem Plan der Kunari auf den Grund. Hier haben wir doch die Karte gefunden vom Winterpalast. Von irgendeiner Statue. Ob ich nochmal kurz zurückgehe? Ich gehe nochmal kurz zurück. Verfolge die Kunari durch den Illuvien. Machen wir alles. Aber mir fiel jetzt halt gerade in dem Moment ein. Ja, dass wir eben diese Karte noch gefunden haben. Und deswegen will ich doch erst nochmal gucken, ob wir die Statue hier draußen finden. Ja, nun geh doch mal. Ja, hier stehen auf jeden Fall Statuen rum. Du warst es nicht. Du warst es auch nicht. Du warst es auch nicht. Du hast einen riesen Kopf, Junge. Der auch nicht. Was ist das? Verschwundene Bedienstete. Ja, vielen Dank. Statuen hier drinnen, die sind aber alle nur. Das sind alle nur Wasserspender. Hui. Was ist denn hier? Huch, da liegt was. Ein ruiniertes Picknick. Sind da oben noch Statuen? Wo ist nur dieser Bedienstete? Da sind noch zwei, aber die sind es auch nicht. Vielleicht ist das auch irgendwie im Inneren. Ich weiß ja nicht, ob wir später noch ins Innere des Winterpalastes kommen. Schön, euch zu sehen. Weil von euch beiden ist das mal definitiv keiner. Da drüben steht noch ein Typi. Der könnte es auch sein. Aha. Brunnen. Am Brunnen vor dem Tore. Das war offensichtlich richtig. Kann nur der Brunnen sein. Hä? Da. Das war da oben. Ach cool, kleine Schnitzeljagd. Das finde ich ja mal ganz abwechslungsreich. Sehr schön. Leider Gottes ist das immer noch keine... Oder ist das keine Questreihe? Hä, oben? Oben. Vielleicht oben. Irgendetwas sein. Ja. Immer noch dasselbe Spiel? Guck mal. Ja. Moment, hier können wir schon lang. Na, habt ihr euch lieb? Da. Ah,
Okay. Geronimo! Blub. Beim Erbauer. Oh, was ist denn mit dem Erbauer? Immer ladet ihr eure ganzen Sorgen nur beim Erbauer ab. Der findet das auch nicht so toll. So, das müsste hier oben sein. Ist es auch. Gib. Klugheit plus 1. Plan erhalten, Zugabe. Zugabe, Zugabe. Das war's. Das war mal eine gelungene kleine Abwechslung. Schön. Dann, zack. So, wir wollten mitnehmen dich, wir wollten mitnehmen dich und dich. So, dann haben wir da hinten Leute langschleichen sehen und der Inquisitor hat direkt treffend festgestellt, dass dieser Weg vorher noch nicht da war und da hat er vollkommen recht. Hier konnten wir nicht drüber. Wir haben den Illuvien schon gesehen, konnten aber wie gesagt noch nicht hin. Das heißt, wir gehen da jetzt mal hin. Gucken uns aber natürlich erstmal in der näheren Umgebung um. Was soll man denn damit anfangen? Das ist ein Ei. Wie heißen die Eier, die so wertvoll sind? Wollen wir nachsehen, wohin die Kunari so eilig verschwunden sind? Fabergé-Eier. Genau. Das ist ein Fabergé-Ei. Hier ist noch ein Fabergé-Ei. Entladen? So haben die Kunari also die Wege verändert. Man macht was und Felsen bewegen sich. Schalter sind prima, egal wie sie aussehen. What the fuck? Wo komme ich hin? Cool. Aha. Ja, dann gucken wir doch erstmal hier rein. Wo du uns hinführst. Ist nicht der Illuvien, in den wir rein. Wie lange wollen wir dieses dämliche Spiel eigentlich noch spielen? Bis ich sage, dass Schluss ist. Das ist ein Thron. Lesen. Schimmliges Tagebuch. Bäh. Kann ich mich hinsetzen? Schade. Aber hier öffnen bestimmt wieder Falle. Schick diese Kreaturen ins Nichts zurück. Ja, Wiedergängert. Am, 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 am. Hoppala. Boah, die halten eine Menge aus. Scheiße, ich muss unbedingt ich stehe hier auch ständig mittendrin, ich konzentriere mich gerade null. Stelle ich selber fest. Ich muss unbedingt mal Regenerationstränke auffüllen. Das hätte ich natürlich eben im Winterpalast machen können. Habe ich nicht dran gedacht. Armes Ding. So, genau so eine Falle wie beim letzten geheimen Illuvien. Siegel des Wiedergängers. 35% Heilung beim Tod des Gegners, minus 50% maximale Gesundheit. Also das, was in den Kommentaren einige geschrieben haben, dass die negativen Eigenschaften bei den Siegeln überwiegen, das stelle ich bis hierher auch so ein bisschen fest. Zumindest sind die positiven Eigenschaften nicht so gut, als dass man sagen würde, dafür nehme ich die negativen in Kauf.
kurze Pause hat gerade geklingelt. So, da sind wir wieder. Wir plündern. Wir finden den leitenden Gurt. Die gewählte Gestalt. Okay, was auch immer das heißt, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Je nach Anzahl der getragenen Rüstungsteile werden Fähigkeiten an das folgende kumulative Boni gewährt. Beim Fähigkeiten-Einsatz. 10% Angriffsgeschwindigkeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Heilung bei erzielten Treffer. Und 10% kritische Trefferchance. Da, was haben wir aktuell für einen Gürtel? Verteidigung im Nahkampf. Ich frage mich, ob diese Eigenschaften quasi doppelt kumulativ sind. Ach, die gewählte Gestalt vielleicht heißt das Set so. Ich leg den mal an. Will das mal ausprobieren. Bisschen weniger Nahkampfverteidigung, aber wir kriegen sowieso gut auf den Frack, insofern. Ja. Boah, jetzt muss ich husten. Insofern machen da 10% mehr oder weniger Verteidigung wahrscheinlich ohnehin nicht so viel aus. Ich kann mir vorstellen, dass es da noch mehr... Ach, ich verstehe. Seltsame Mucke. Folgendes. Nein, jetzt habe ich... Oh, nee. So. Die gewählte Gestalt heißt das Set... Und je nachdem, wie viele Set-Teile wir tragen, also zwei davon finden wir noch. Ich vermute, wir finden noch einen Ring und wir finden ein Amulett. Und wenn wir alle vier anhaben, also jetzt haben wir zwei Teile an. Das heißt, erst jetzt, jetzt kriegen wir 10% Angriffsgeschwindigkeit. Das heißt, wir hatten vorher diese 10% Bewegungsgeschwindigkeit auch gar nicht. Das habe ich mir eingebildet. Also es ist auch nur nach Fähigkeiten-Einsatz. Müssen wir mal schauen, wie gut oder schlecht das Set ist. So, also wir wissen jetzt zumindest auch, was es mit diesen Fabergé-Eiern auf sich hat. Die können wir entladen und offensichtlich schalten die irgendwelche Wege frei. Hier geht's auch nochmal hoch. Da gucken wir natürlich. Aha. Noch ein Illuvien, in dem wir nicht rein sollen. Ich muss mal was trinken. Wir sind zwar nicht unbedingt da, wo wir hin wollten, Schätzchen, aber es ist dennoch ein amüsanter Zeitvertreib. Hier ist noch eine Truhe. Das heißt, hier finden wir das dritte Teil dieses Rüstungssets oder dieses Schmucksets. Vorsicht! Die Gegner. Wo ich meine Meinung nicht ändere, dass sie einfach kacke sind. Sie sind einfach kacke designt. Also hier mag es sich jetzt gerade nicht ganz so mega schlimm auswirken, weil wir halt kein offenes Gebiet haben. Wir sind in einem Raum. Und da macht das sicherlich nicht ganz so viel aus. Alter. Ich ihn mir einfach mal eine nach der anderen reinbrate und ihn das einfach gar nicht keult. Mega krasse Viecher. Komm jetzt, geh down. Now. Danke. Wo ist der Dicke? Hier, nehmen wir doch einfach den. Den man so leicht übersehen kann. Jawoll. Barriere bekommen.
Ich finde es schade, dass man nicht sieht, also wirklich eine Zahl sieht, wie viel Leben die Gegner haben. Sowas interessiert mich immer. Einfach um mal das Verhältnis zu sehen, wie gut oder schlecht unser Schaden ist. Also unser Schaden ist ausreichend, sonst wären wir hier nicht so verhältnismäßig einfach durchgepflügt bis jetzt. Aber interessiert mich schon mal sowas. Ich bin jemand, der immer irgendwie alles irgendwo ins Verhältnis zu irgendwas setzen muss. Keine Ahnung, warum das so ist. Das ist manchmal auch... Alter, dein Schild ist... Du hast ein Windows-Schild. Mach das nicht. Das funktioniert doch nicht. So, plündern. Das weinende Auge. 10% Angriff. Ja, ja. Gib. Wir haben 10% Geschicklichkeit. Ich will aber mal das Ganze ausprobieren. Ich will das Set echt mal antesten. Ich hoffe, ich finde das vierte Teil auch noch, wo ich von ausgehe, dass es ein Ring ist. Das heißt, wir sollten jetzt schon auch 10% Bewegungsgeschwindigkeit haben. Nach Fähigkeiteneinsatz. Ich teste das mal kurz. Ja, ich weiß es nicht. Hab da kein gutes Gefühl für. 10% ist auch nicht so mega viel. Naja, auf jeden Fall haben wir 3 von 4 Set-Teilen gefunden. Das finde ich ganz ordentlich. Und ich denke, das vierte finden wir auch noch. Wir gehen in der nächsten Folge durch diesen Illuvien, durch den wir eigentlich gehen sollen, nachdem wir hier die Umgebung in dieser Folge erforscht haben. Ja, und gucken weiter, was es mit den Kunari auf sich hat, was uns noch alles erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und ich sage bisher danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.